Was in diesem Video passiert. ...15.000 Daumen hoch bekommt, dann werde ich mit Vollspeed über diese Rampe fahren. Yo, was geht? Heute sind wir mal wieder mit den beiden X-Max in einem Skatepark unterwegs. Dieses Mal ist es ein etwas größerer Skatepark als letztes Mal. Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Eine kleine Führung gibt es jetzt erstmal. Hier haben wir so eine schöne Rampe. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die ganzen Rampen heißen. Hier in der Mitte haben wir dann nochmal so einen Teil, kann man drüber springen. Da gibt es so eine Pflasterstein-Betonrampe, kann man hochjumpen. Hier haben wir eine Treppe. Die wird da auch noch fortgeführt, kann man auch sehr geil runterjumpen. Hier bin ich schon gerade eben runtergerutscht, aber da oben habe ich mich leider nicht getraut. Ansonsten da oben haben wir auch nochmal so eine kleine Rampe. Dann geht es hier weiter, hier kann man richtig geil runterspringen und da hinten auch nochmal Doppelrampe. Also ich denke, wir werden hier heute schon schöne Stunts machen, ein paar Tricks versuchen. So wie letztes Mal auch, hat euch ja wirklich sehr gut gefallen. Mal gucken, ob heute was kaputt geht. Ich habe so das Gefühl, dass heute nichts kaputt gehen wird, aber wir werden mal sehen. Vielleicht werde ich dann auch mal über diese Rampe mit Vollspeed bashen, so dass ich über den Zaun auf die Wiese da hinten fliege. Also einfach so ein Hardcore-Monster-Jump. Ja, wie ihr sehen könnt, es liegt Schnee. Das bedeutet, wir können noch besser driften. Ja, da steckt schon der Schnee zwischen den Reifen. Und übrigens bin ich nicht alleine. Zerberst ist auch da. Was geht? Ja, dann bashen wir mal los. Was sollen wir auch sonst hier auf dem Skatepark machen? Der Linse ist komplett zu. Oh ja, also dieser Skatepark, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und dass Schnee liegt, ist auch cool, kann man echt geil driften, geile Aufnahmen machen. Ich zeige euch gerade mal was, ich bin gerade eben fast hingefallen, einfach so aus dem Stand. Hier an den Rampen ist immer so Aluminium drauf und das ist einfach, das ist mega glatt. Da muss man aufpassen. Zum Glück ist nichts passiert, außer ja, es hat schon ein bisschen im Rücken geknackt, obwohl ich einfach nur gestanden habe und dann ausgerutscht bin. Okay, ich muss mich auch warm fahren, deswegen drehen wir noch ein paar Runden. Dann machen wir hier eine kleine Challenge, wie beim letzten Mal. Wenn ihr Lust habt, dass ich nochmal auf den Skatepark gehe, lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid. Ich schnall mir die GoPro auf den Kopf und dann let's go! Hintereinander waren. Der ist gut hängen geblieben. Eins, zwei, auf drei. Ja, yeah. Eins, zwei, Polizei. ich würde sagen, du fährst vor, ich fahr dann. Also einfach der Reihe nach, jetzt nicht aufeinander zusammen. Okay, auf geht's. Ja, überlebt. Ha ha ha!
Cooler Trick. Alles klar, wir starten jetzt die Challenge. Die Challenge wird so aussehen, man kriegt immer eine Aufgabe und hat dann so viele Versuche, wie man halt machen möchte. Und wenn der andere die Challenge in weniger Versuchen schafft, dann kriegt er sozusagen den Punkt. Und die erste Challenge ist hier diese Treppen runterfahren. Also wir haben hier einmal die Treppe, 3 Stufen. Und dann muss man auf die linke Seite, da nochmal runterfahren. Und ja, man hat hier halt die Schwierigkeit, es ist glatt, man rutscht, man kann hier dagegen rutschen, man kann da vorne dagegen rutschen, man kann da unten nochmal aufkommen. Und man muss halt so aufkommen, dass es schön aussieht und alles geschmeidig, flüssig ist. Ich würde sagen, Zerberstus fängt an. Das war nur okay. Oh. Ja, der war schon ganz gut. Oh. Jawohl. Okay, das lassen wir zählen. Das ist schon eine ziemlich einfache Challenge. Also wir fangen ganz einfach an und dann steigern wir uns langsam, ne? Mach noch einmal. War okay, mach noch einmal. Schon wieder. Mach noch einmal, bis ich kaputt mache. Ganz genau. Hab ich gewonnen. Nächste Challenge. Hör zu, wir nehmen diese Rampe hier. Und dadurch, dass so viel Schnee da drauf liegt, ne, ist es schon wirklich sehr, sehr glatt. Also es ist so schon glatt, aber mit Schnee ist es halt noch glatter. Ne? Okay, man muss irgendwie da hochkommen und dann da oben muss man irgendwie schaffen, richtig schönen Grind zu machen an der Kante. Wir haben es vorhin schon mal ein paar Mal probiert. Es ist wirklich sehr schwierig. Man muss halt Feingefühl haben. So, Zerberstus fängt an. Oh. Oh. Ah, fast. Der war schon nicht schlecht, ey. Oh, so knapp, ey. Knapp. Oh. Der war ein bisschen hinten, ne? Also es waren 2 dabei, die könnte man jetzt zählen, aber ich denke, ich schaffe das besser. Also soweit haben wir gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, der ist oben umgekippt und ich kann da nicht hoch. Schieb mich einfach runter. Einfach. Ja, einfach runterschieben. Yeah! Beste. Ah, das ist Sack. Ich würde sagen, Punkt geht an mich. Das bedeutet 1-1, machen wir weiter mit der nächsten Challenge. Ich habe mir was Gutes einfallen lassen und zwar machen wir als nächstes Weitsprung, wie damals bei den Bundesjugendspielen. Wir nehmen diese schöne Rampe hier, diesen Absprung, fahren den entlang und dann fliegt man hier halt ein Stückchen und wer am weitesten fliegt, der hat halt gewonnen. Da hinten muss man dann aufpassen, dass man irgendwie zum Bremsen kommt, sonst kann das ganz schön schief gehen. Ich würde sagen, jeder hat 3 Versuche. Und wer am weitesten kommt, der hat halt gewonnen. Ich bin bereit und ich hoffe, es wird keine Verletzten geben. Deswegen gehe ich mal ein bisschen zur Seite hier. Oh, na, da ist die Markierung. Alles klar. 2. Versuch. War ein bisschen weiter, ne? Kann sein, ja. So ungefähr. So, 3. und letzter Versuch, hä? Oh, da ist die Markierung. Ich denke, das sollte ich schaffen, aber erstmal machen, danach reden. Ne? Versuch Nummer 1. Oh je. Ja. Okay, also war exakt gleich. Jetzt gibt er einfach nur Vollgas. Ui. Ui, ui, ui.
Ja, ich glaube, hier war das. Okay, Punkt für mich. Das war's aber noch nicht mit den Challenges. Ey, das gibt's nicht. Wir wollten gerade eben da hinten auf den Rasen gehen. Da sind so ein paar Berge und jetzt sind da einfach Kinder, die fahren Schlitten. Aber es liegt so gut wie gar kein Schnee und der Schnee ist schon so nass. Die fahren gleich nur auf den Matschhaufen. Aber sie fahren. Sie fahren. Wenn man in der Stadt lebt, muss man mit dem leben, was man eben hat. Ne? Okay, das bedeutet, die nächste Challenge, die wird jetzt so sein. Man muss da hochfahren und dann muss man eine Vorwärtsrolle darunter machen. Normalerweise geht das auf einer Rampe ziemlich einfach. Aber diese Rampe, die ist nicht so steil. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es doch ein bisschen kompliziert wird. Ich glaube, werden ein paar lustige Aufnahmen. Mal gucken, wie es laufen wird. Und unser Bestes fängt wieder an. Alter, jetzt machst du übelst den Grind auf einmal. Oh, ich komme nicht hoch. Ich komme da nicht hoch, Mann. Yo. So, jetzt probier mal dein Glück. Das ist schwer, glaube ich. Nee, ich gebe freiwillig auf. Du gibst auf? Ja. Okay. Also Zerberstus meint, das ist nicht möglich und ihm ist auch die Karosse zu schade. Wir werden sehen, ob das nicht möglich ist. Es ist so lange nicht möglich, bis es jemand macht. Okay, dann zeig mal deine wunderschöne Rolle. Na, das klappt schon mal gut, hä? Idee. Ja, super Rolle. Ich habe die Idee, ich muss rückwärts ein bisschen Gas geben, hochfliegen gegen das Ding, dass er mit dem Schwung zurückbasht und dann vorwärts. Verstehst du? Voll und ganz, Mann. Ich habe gar nichts verstanden, Mann. Mach einfach. Ja, ja. Wir werden schon sehen, was du hier ausgedacht hast. Jetzt habe ich verstanden, was du gemeint hast. Okay, das zählt nicht. Folgender Plan jetzt. Ihr habt ja gesehen, dass ich eigentlich ziemlich leicht da drüber geflogen bin, über diese Rampe. Deswegen werden wir jetzt als nächstes machen, einen schönen Sprung hier hoch, über das Geländer, dann unten aufkommen. Ja, ist schon ziemlich hoch. Mal gucken, ob das gut gehen wird. Aber wenn nicht, gibt es ein paar lustige Aufnahmen. Zerberstus fängt an. Wow! Alter, ey, ich dachte, du bist gleich im Baum. Oh, gut gelandet, ja. Also funktioniert besser, als ich gedacht habe. Sogar richtig schön. Also alle drei Sprünge, die waren eigentlich gut von Zerberstus. Ey, ich habe ein Angebot an euch. Und zwar, wenn dieses Video 15.000 Daumen hoch bekommt, dann werde ich mit Vollspeed über diese Rampe fahren. Ich nehme von da hinten Anlauf, bash hier so schnell ich kann auf diese Rampe, dann fliegen wir übers Geländer, über den Zaun, hier ist eine freie Wiese und dann fliegen wir halt so weit, wie wir fliegen. Das wird einfach ein 10 Meter Sprung oder sowas. Also wenn ihr Bock da drauf habt, lasst einen Daumen hoch da und dann werde ich das tun. Könnte was kaputt gehen, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann traue ich mich. Aber jetzt springe ich erstmal auch da drüber. Also ich wünsche mir, das Video erreicht keine 15.000 Daumen. So, komm, mach, der Nacko hat nämlich viel. Ich hab mal Akku. Okay. Oh nein. Warum? Ja, sauber gelandet. Gut, oder? Ja. Irgendwie habe ich voll Angst, wenn ich drüber fahre. Bei dir sah es einfach eiskalt aus, als wenn dir es egal ist. Da geht sogar locker ein Salto. Soll ich mal einen probieren? Ein Salto, ja, probier mal ein Salto. Aber gelandet, ja? Ey, ich glaube, ohne den Baum hätte ich den nicht geschafft, ne? Ich bin hoch und dann habe ich Gas gegeben, aber der ist einfach so stehen geblieben. Okay. Mit Challenges reicht das erstmal für heute. Es ist bisher nichts kaputt gegangen, so wie es aussieht. Und ich möchte auch, dass es so bleibt. Nächstes Mal, wenn wir im Skatepark sind, dann werden wir halt weitermachen. Ansonsten fahren wir jetzt noch ein bisschen rum, machen ein paar Tricks, machen ein paar coole Aufnahmen, die ihr jetzt sehen werdet. Okay.
Alter! Der ist so voll abgehoben, ja. Ich hab gedacht, der knallt gegen Baum, aber der ist genau da durch. Nein, nicht durch Baum, aber hier davor. Ey, lass langsam gehen, das ist zu gefährlich hier. Ich glaube, das nicht in dich bringt. Ja. Mann, was soll das? Ja, aber du musst ein bisschen mehr Anlauf machen. Und soll ich dir zeigen, wie das geht? Alter, das war das Schlechteste überhaupt, Mann. Nein, Alter. So schön voll auf die Fresse. Nein. Alter, das ist ja komplett zerlegt. Ist ja da und da zerlegt. Ja, das ist das Hardcore, ja. Du wolltest ja unbedingt ein Salto machen. Jetzt geht's nach Hause.